Hallihallo und willkommen im Mastery. Das ist das letzte Video in unserem Lernzyklus. Ich hoffe, im Basic hast du dir das schriftliche Dividieren gut angeeignet, denn in diesem Video wird viel gerechnet. Hier zeige ich dir eine Methode, wie du dir bestimmte Divisionen vereinfachen kannst und zudem werden wir in einigen anspruchsvolleren Aufgaben unser Können auf die Probe stellen. Lass uns anfangen! Zunächst eine Division als Wiederholung des bisher Erlernten. Rechne folgende Division auf mindestens eine Variante und mache die Probe. Schon fertig? Vergleiche deine Lösung. Hast du schon mal vom Gesetz der Konstanz gehört? Nein? Kein Problem, ich erkläre es dir. Für jede Grundrechnungsart existiert ein Rechengesetz der Konstanz. Uns interessiert im Moment jenes des Quotienten. Dieses besagt, dass ein Quotient gleich bleibt, wenn Dividend und Divisor gleichsinnig geteilt oder vervielfacht werden. Dividend und Divisor werden somit gleichsinnig halbiert, gedrittelt, geviertelt und. Oder auch verdoppelt, verdreifacht, vervierfacht und so weiter. Klingt am Anfang etwas kompliziert, ist es aber nicht. Ich zeige es dir anhand eines Beispiels. Rechne folgende Divisionen. Beide Ergebnisse lauten 5. Das kennt man schon aus dem kleinen Einmaleins. Die Quotienten sind zwar gleich, aber die Divisionen sind unterschiedlich. Erkennst du eine Verbindung zwischen den Dividenden und Divisoren? Ja, genau. 250 ist das Zehnfache von 25 und 50 das Zehnfache von 5. Aus der Zehnerreihe weißt du, dass das Produkt einer Multiplikation mit 10 stets eine 0 an der einer Stelle hat. Aus diesem Grund erlaubt uns das Rechengesetz der Konstanz, die Nullen am Ende des Dividenden und des Divisors wegzustreichen. Aber Achtung! Um dieses Gesetz anwenden zu können, müssen sowohl am Dividenden als auch am Divisor am Ende eine 0 stehen. Sonst funktioniert das nicht. Probiere es aus. Rechne 250 durch 5. Das Ergebnis lautet 50. Wie du siehst, sind die Quotienten unterschiedlich. Deswegen ist bei der Anwendung dieses Gesetzes wichtig, dass sowohl am Dividenden als auch am Divisor eine 0 am Ende stehen. Ein weiterer Punkt ist, dass wir das Gesetz der Konstanz so oft wie möglich verwenden dürfen und nicht nur einmal. Jede dieser Divisionen ergibt 6. Daher können wir in allen die Nullen wegstreichen. Also, hier sind es jeweils eine 0, beim zweiten 2 und beim letzten 3. Wichtig ist auch, dass du die Nullen einzeln durchstreichst, sonst könnte es zu Fehlern führen. Wie du siehst, wird die neue Division in einer neuen Zeile extra aufgeschrieben. Your turn. Wende das Gesetz der Konstanz an den folgenden 4 Divisionen an. Also, hier zum Vergleich. Hier streichen wir jeweils 2 Nullen weg. Beim zweiten je eine, beim dritten jeweils 4 und beim letzten nur eine. Warum? Denn obwohl der Dividend eine weitere 0 hat, können wir sie nicht wegstreichen, da im Divisor keine 0 mehr übrig ist. Da wir während des gesamten Lernzyklus einiges gelernt haben, lösen wir eine All-in-Aufgabe. Das heißt, da wendest du alles an, was wir bis jetzt gelernt haben. Verlangt ist mindestens eine Variante der Division, Stellenwertbestimmung, Probe und das Anwenden des Gesetzes der Konstanz. Geschafft? Bravo! Hier zum Vergleich. Wir streichen jeweils nur eine 0 weg und erhalten eine neue Division. Das Ergebnis dieser Division lautet 18 mit 38 Rest. Jetzt möchte ich den Spieß umdrehen. In diesem Fall geht es nicht um das Lösen der Division, sondern du bist gefragt, die Fehler in den folgenden Divisionen zu finden und sie richtig zu lösen. Ein kleiner Tipp. Die erste Division hat einen Fehler und die zweite 2.
Und los geht's. Hast du sie gefunden? Lass sie uns prüfen. Zunächst die erste Rechnung. Wie du gemerkt hast, ist in der ersten Division ein kleiner Rechenfehler gleich im ersten Zwischenschritt unterlaufen. 2 mal 17 sind nämlich nicht 33, sondern 34. Dementsprechend ist es zu Folgefehlern in der dritten und letzten Zeile gekommen. Statt 129 sollte 119 stehen und somit nicht 10 Rest, sondern 0 Rest ergeben. Bei der zweiten Rechnung wurde schon am Anfang ein Fehler gemacht, indem am Dividenden zwei Nullen gestrichen wurden statt einer. Das führte zu einer Fehlerkette. Es wurde hier nicht gleichsinnig geteilt und daher wurde die neue Division falsch aufgestellt. Anschließend wurde in der letzten Zeile die Division beendet, obwohl der Dividend noch eine weitere Stelle besitzt. Das ist ein häufiger Fehler. Diesen kann man durch die Stellenwertbestimmung vermeiden, denn somit hätte die Person gemerkt, dass der Quotient nicht 2, sondern 4 Stellen hat. Somit sieht der tatsächliche Lösungsweg so aus. Sehr gut, du hast sie alle gefunden. Du bist schon fast ein Lehrmeister bzw. eine Lehrmeisterin der Division geworden. Und wieder haben wir das Ende eines Videos erreicht. Und nicht nur das, sondern auch das von diesem Lernzyklus. Es war mir eine Ehre, mit dir arbeiten zu dürfen. Mach's gut!